Hallo zusammen, ich heiße Nick Harnett, bin 19 und wohne in Thun. Ich habe jetzt das Gymnasium abgeschlossen und spiele selber Handball, aber bin allgemein sehr sportinteressiert und das ist auch der Grund, wieso ich Sportreporter werden möchte. Das ist schon ein Traum von mir, seit ich klein bin. Auch schon in der Schule, früher habe ich alle, wenn es Schulmatches gab, die Matches kommentiert und tue jetzt auch selber schon bei Wacker Thun Livestream kommentieren. Von dort werdet ihr jetzt auch ein Interview sehen mit zwei Trainern vor einem Spiel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen hier aus der Lachaue in Thun zu dem ersten Halbfinal-Playoff-Spiel von Wacker Thun gegen Kadetten Schaffhausen. Bei mir sind jetzt die zwei Trainer, Martin Rubin und Markus Bauer. Markus Bauer, in dieser Saison konntet ihr noch nie gewinnen gegen Wacker Thun. Wie geht ihr in der Serie, dass es mal klappt mit dem ersten Sieg in dieser Saison? Ja, irgendwann hat jede Serie mal ein Ende und insofern werden wir heute in die Playoff-Partie alles investieren und versuchen, ein gutes Spiel von unserer Seite zu machen. Und wenn es Thun zulässt und wir besser sind, dann nehmen wir den Sieg gerne mit. Am Wochenende ist das Final Four in Olten. Und ich denke, als Titelverteidiger geht ihr dorthin, für den Cup wieder zu gewinnen, oder? Ja, aber da gehen wir auch hin, wenn sowieso hin, also ob das Spiel heute voll gemacht wird oder weniger voll. Also wir haben den Fokus voll auf die heutige Partie gelegt und über das andere können wir uns dann morgen unterhalten. Merci vielmals. Martin Rubin, ihr habt Heimvorteil in dieser Serie, ihr könnt dreimal daheim spielen. Ihr habt in dieser Saison Anfang einmal verloren daheim. Ist es schon sagen, so wie das Ticket für das Finale schon? Nein, das sicher nicht. Ihr erwartet eine ganz enge Partie. Schaffhausen wird sicher ganz anders auftreten, als sie bis jetzt gegen uns gespielt haben. Aber ich denke, es ist sicher kein Nachteil, haben wir daheim. Aber wie du gesagt hast, wir haben es jetzt erst einmal verloren. Mit unserem Publikum im Rücken sind wir sicher eine Spur stärker als auswärts. Und das wollen wir heute auch wieder in die Waagschale legen. Marc Winkler ist zurück vor einer längeren Verletzungspause. Wie wichtig ist er für das Team und auch jetzt für die Playoff-Serie? Ja, gute Goal ist das Wichtigste in unserem Sport. Wir haben mit dem Andi Merz bis jetzt riesen Glück gehabt. Nicht nur Glück, ist natürlich auch seine Klasse, aber dass ihm nichts ist passiert. Und ich denke, es gibt der ganzen Mannschaft Sicherheit, haben wir wieder zwei gute Goalies. Merci vielmals. Ich wünsche jetzt allen zusammen ein spannendes Festspiel. Und übergebe weiter an meinem Co-Kommentator, Claudio Badetscher.